Hallo und herzlich willkommen, wir sind bei Slap the Fly, einem eigenwilligen Indie-Game. Bin mal gespannt, ob ich gleich mit den Controls ein bisschen besser klarkomme als gerade beim Testen. Das Ding kam am 2.11.2016 raus, kostet gerade 5,99 € und es geht darum, ja, ihr könnt jetzt wählen, ob ihr der Mensch seid oder das Insekt und müsst dann halt gucken, wer bleibt wie am Leben. Ich habe es mal ein bisschen getestet gerade und ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan. Das ist die typische WASD-Steuerung und ja, gucken, ob das jetzt besser geht. Ah, da ist jetzt, habe ich jetzt auch Klepp. Irgendwie können wir auch Gegenstände werfen. So, wo ist denn hier ein Insekt? Ich sehe keins. Ah, da ist was. Was ist denn? Ich hab's doch gerade gesehen. Da ist was. An der Treppe. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Ah, kann ich den auch vermöbeln? Nö. Achso, wenn ich das jetzt lange halte, dann habe ich das. Ja. Ja, ne? Ist jetzt, dann kann ich da die Möbel werfen. Das ist... Was ist das denn, Viech? Ist jetzt nicht so unbedingt geil, ne? Ja. Ah, ich kann was kaputt machen. Jetzt sind wir im Spiel. Wenn ja mehrere. Okay, das war richtig. Jetzt. Yes. Einfach mal maßlos übertreiben. Ja. Haben die irgendwann gewonnen? Kann ich ja noch kaputt machen. Okay. Ich hab gewonnen. Okay. Insects win. Wahrscheinlich die 3 Minuten abgelaufen, ne? Ja. Knaller. Nehmen wir mal ein Insekt noch. Aber die andere Seite, eine Nahrungskette, eine Ratte, genau. Spielen wir mal eine Ratte. Okay, jetzt muss ich also nur überleben. Wie kann der mich denn, der kriegt mich auch gar nicht. Bin ich doch sicher. Ja, bleibt da mal nach oben. Ah. Kann ich mir natürlich andere Wege machen? Okay.
Ja, ne? Ist ganz putzig, aber ob ich das jetzt stundenlang zocken würde, weiß ich nicht. Das habe ich auch verloren. Machen wir noch ein anderes Insekt. Was haben wir denn noch im Angebot? Kann ich da jetzt auch die Wand hoch? Er ist ein Killer, das muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Naja. Wenn ihr das wissen wollt, ich glaube, nach diesem Testen müsst ihr nicht fliegen können. Okay, jetzt werden wir mal die ganzen tollen Menschen auch kennen. Ja, super. Komm, jetzt machen wir noch einmal eine Humans-Runde. Das ist ja unglaublich. Also wirklich geil finde ich es jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Also. Auch nicht gerade mein Favorite. Komm, machen wir den mal. Noch mal schneller. Ich da auch wieder das Fenster einschlagen? Nö. Toll. Wir gehen ihn? Okay, das geht. Okay, das ist ja ganz putzig. Bringe ich jetzt erstmal die Leute im Haus um. Ja, will ich doch mit Sicherheit. Haben wir jetzt Familie auf dem Gewissen. Also als Humans macht das auf jeden Fall mehr Sinn als... als Insekt, aber... Chill! Ja, schon wieder verloren, ne? Ja, toll.
Ja, ich glaube, das reicht auch. Also ich glaube, Snap the Fly braucht ihr, glaube ich, jetzt nicht unbedingt euch zulegen. Nee. Ja. Aber ihr seht Alpha-Version, aber wahrscheinlich wird es da irgendwie vermutlich nie eine andere Version geben. Was haben wir denn hier für Maps? Okay, wir haben verschiedene Maps. Office, Classroom. Naja, aber gut. Will ich deswegen das öfter spielen? Vermutlich nicht. Ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.